ist eine Versicherungsleistung, verdammt nochmal. Das hat auch was mit Würde zu tun. Genau. Und du hast mich gerade noch auf ein sehr schönes Beispiel aufmerksam gemacht, weil kannst du dir vorstellen, dass ich mal sozusagen auf der anderen Seite beraten habe? Und zwar, das habe ich auch durch die Beratung richtig gut gelernt. Beamte wollen auch irgendwann in Rente gehen, die ist natürlich vorteilhafter. Und ich kenne viele Beamte, die sich auch gegenseitig am Tisch erzählen, wie sie das machen. Und Beamte fangen an, auch im öffentlichen Dienst absichtlich ein, zweimal im Jahr krank zu sein und das schön sauber zu dokumentieren, damit man nach 5 oder 10 Jahren sagen kann, man ist chronisch krank. Das heißt, so eine chronische Erkrankung kommt ja nicht plötzlich, aber sie sammeln diese Situation, sie erzeugen die Situation, sie melden sich gerne mal krank, weil es strategisch vorbereitet ist, nicht bis ans Rentenalter zu arbeiten, sondern schon vorher auszusteigen, weil das Ganze hier zu wild ist. Also, das, ja, wenn ihr das mal so reflektiert oder euch das bewusst wird, dass die andere Seite, von der wir meistens die Anträge bearbeitet bekommen, das auf ihre eigene Art macht. Also strategisch sozusagen krank sein oder dass jede Kleinigkeit, die einem nicht gut tut oder auch die Arbeit ist belastend, aber man geht dann auch gleich zu einem Doktor und ein, zweimal im Jahr und lässt sich das alles notieren, wie schwer das ist oder was man da alles mit den Kunden wie uns erlebt und wie das alles ist und so, dass man danach eine chronische Depression draus macht oder andere Angstfolgeerkrankungen, die dann zu einer Verrentung führen. Ja. Da gab es auch wenig Leute, die mich da aber auch mal beraten haben, was können sie machen, wie können sie damit umgehen oder Lehrer, für die das sehr belastend waren, so viele Jahre mit Kindern zu arbeiten. Und die haben dann gesagt, ich schaffe das nur noch 5 Jahre, aber dann will ich in die Verrentung und ich will nicht aussteigen. Und dann nutzen sie diese 5 Jahre aus strategischen Gründen. Ja. So, meine Lieben, ich glaube, dass das ein sehr, 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 sehr schöner Stream heute war. Es war heute richtig was los, Milena. Ich glaube, das ist ein Rekord. Ja, das war viel, okay. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht, muss ich zugeben. Also nicht nur zugeben, es war schön, hier zu sein. Du hast das toll gemacht. Also ich kann nur sagen, Applaus und alles perfekt, alles genau richtig. Es war sehr angenehm mit dir. Danke, dass auch für deine Mühe, dass du das aufgebaut hast, dass du dir die Zeit nimmst.